Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem SV Werder Bremen. Das Ganze vor 26.000 Zuschauern hier im Vonovia-Ruhr-Stadion. Endstand 1:1. Ich begrüße die Medienvertreterinnen und Medienvertreter hier vor Ort und die angeschlossenen VIP-Bereiche auf dem Podium. Beide Trainer, Thomas Letsch für den VfL und Ole Werner für Werder. Der Gast hat das erste Wort. Herr Werner, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, vielen Dank. Hallo von mir. Ich glaube, unterm Strich ein gerechtes Unentschieden, so habe ich es gesehen. Beide Mannschaften hatten ihre Phasen, in denen sie besser im Spiel waren. Ich glaube, für uns gilt das in der Anfangsphase in der ersten Hälfte, so will ich es mal nennen. Da hat es uns gefehlt, dass wir ein paar Situationen sauberer ausspielen, sauberer ins letzte Drittel kommen, um zu klaren Abschlüssen zu kommen. Danach ging es eher in Richtung Bochum. Wir haben uns schwer getan, uns vom Druck zu befreien, gerade auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, so dass, wenn selbst das Tor dann irgendwie aus der Distanz fällt, das eigentlich schon so war, dass Bochum uns stückweise immer weiter reingedrückt hat. Was gut war, dass wir darauf insgesamt vernünftig reagiert haben, eine gute Schlussphase auch nochmal gespielt haben. Die Jungs, die von der Bank kamen, eben nochmal Schwung gebracht haben, wir insgesamt als Mannschaft dran geglaubt haben. Und wie gesagt, unterm Strich würde ich sagen, ist ein gerechtes Unentschieden, wenn man sich die Torchancen, Torschüsse anguckt, Spielanteile anguckt. Das ist jetzt nicht das, was wir vor dem Spiel wollten. Da hätten wir sicherlich gerne 3 Punkte mitgenommen. Aber wir wussten, dass es hier schwer ist, insbesondere auch, wenn man sich die letzten Heimspiele von Bochum anguckt. Dann haben die Gegner hier immer ein schweres Los. Das wussten wir. Und dafür hat meine Mannschaft heute, wie ich finde, von der Leistung her, vom Engagement, von der Haltung her, wirklich ein gutes Auswärtsspiel gemacht und dann unterm Strich einen verdienten Punkt mitgenommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Thomas, wie fällt dein Fazit aus? Ich denke, in der Anfangsphase hatten wir unsere Probleme. Da hat uns Werder vor ein paar Aufgaben gestellt. Da reden wir von den ersten 15 Minuten. Das haben wir dann immer besser in den Griff bekommen. In der Phase gab es jetzt auch nichts richtig Zwingendes, wie insgesamt eigentlich im Spiel wenig zwingende Torchancen waren. Aber es war genau dieses typische Kampfspiel, das wir alle erwartet haben. Hohe Intensität auf beiden Seiten, viele Zweikämpfe, dadurch natürlich nicht so der große Spielfluss. In der zweiten Halbzeit wollte man eigentlich eine Schippe drauflegen, haben ein paar Dinge angesprochen und sind dann auch aus meiner Sicht sehr gut rausgekommen. In der Phase ums Tor, denke ich, hatten wir einfach eine starke Phase auch danach und müssen einfach auch konsequenter die Chancen, die dann am Schluss keine hundertprozentigen Chancen werden, die hätten wir sauberer ausspielen müssen, da war die Möglichkeit da. Ja, und am Schluss ist es natürlich ärgerlich, wenn du wie hier zu Hause gegen Mainz in der Nachspielzeit durch einen abgefälschten Ball 2 Punkte weniger hier behältst als geplant, erwartet und aus meiner Sicht auch verdient zu dem Zeitpunkt dann tut es weh. Und ich ärgere mich natürlich auch im Vorfeld von diesem Tor. Gab es schon die ein oder andere Situation, die aus meiner Sicht zweifelhaft war. Es geht aber ganz vorne los. Für mich ein klares Foul an Bernardo, wo es dann Einwurf gibt und aus dem Einwurf entsteht es. Das passiert ein bisschen später, aber es sind ein paar Kleinigkeiten, die mich nicht ärgern. Aber jeder kann sich sicher sein, wir fangen bei uns an zu suchen, warum wir das Ding nicht über die Zeit gebracht haben. Und deshalb überwiegt heute mehr die Enttäuschung als jetzt irgendeine Freude über den Punkt. Wir haben es leider nicht geschafft. Wir wollten das Spiel gewinnen, aber es haben wieder 2 Minuten gefehlt. Danke. Vielen Dank. Bei Fragen bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Mikrofon wird gereicht und los geht's. Erste Reihe, Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten macht den Anfang. Herr Letsch, ich musste bei dem 1:1 ganz am Ende so an das Spiel gegen Mainz vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten denken. Wie lassen sich solche Situationen verhindern? Lassen sie sich überhaupt in der Art verhindern? Toto Lucia sagte unten, man lässt sich ohnehin am Ende immer ein bisschen auch hinten reindrängen, wenn der Gegner Druck macht. Wie sehen Sie das Ganze? Ja, der Gegner macht Druck. Wenn ich jetzt an die Drangphase zurückdenke, fällt mir keine Situation ein, wo es gebrannt hat bei uns vor dem Tor. Und am Schluss schießt der Gegner aus 20 Metern einen Ball, den Manu wahrscheinlich hält. Und der Ball wird so abgefälscht, dass er keine Chance hat. Da ist es schwierig, dass mir irgendwas einfällt, wie wir das verhindern können. Wir können immer wieder 2 Schritte zurückgehen. Erhan Masovic kann den Gegner außen stärker unter Druck setzen. Aber wir reden von der 93. Minute auf einem schweren Boden. Da erzählt sich das in der Theorie auch etwas leichter als dann auf dem Platz. Am Schluss, jedes Tor hast du die Möglichkeit, es in irgendeiner Form zu verhindern. Aber nochmal ein abgefälschter Schuss, wie gegen Mainz und auch jetzt, schwer zu verhindern. Und das Déjà-vu hatte ich auch.
Wir machen vorne links weiter bei Sebastian Hub. Herr Letsch, Sie haben nach dem Spiel noch mit dem Schiedsrichter ein bisschen länger gesprochen als üblich. Ging es da um diese Szene, die Sie gerade schon beschrieben haben? Und was hat der Schiedsrichter dazu gesagt? Nein, wir haben einfach über Weihnachten, was so passiert ist, uns ein gutes neues Jahr gewünscht und uns ein bisschen ausgetauscht. Ganz alles im ganz normalen Rahmen. Dritte Reihe, Gerd-Peter Löcke. Ja, ich war der Meinung, also das Spiel war extrem linkslastig. Ich habe nur eine Spieleröffnung von Riemann über halb rechts gesehen. Machte das Spiel nicht sehr berechenbar für den Gegner? Weiß ich nicht. Wir haben das Tor über links erzielt. Wir haben uns die ein oder andere Torschance über links erarbeitet. Am Schluss ist es mir egal, ob es über links oder über rechts geht. Wir sind vielleicht heute etwas linkslastiger gewesen, aber sehe ich jetzt nicht als großes Problem. Aber wir werden daran arbeiten, dass wir nächste Woche versuchen, über beide Seiten zu kommen und über beide Seiten was zu kreieren. Weitere Fragen? Ralf Ritter von der WAZ Bochum. Ja, Sie haben es gesagt, der Schuss war abgefälscht zum 1-1 von Patti Osterhage, der einige Minuten davor aber auch geglänzt hat mit einem eigenen Schuss. Wie haben Sie das Tor gesehen und seine Leistung auch und seine Entwicklung? Ja, ich hatte ja das Glück, dass ich in der Flugbahn des Balles stand. Freut mich für ihn. Ja, Patti hat eine tolle Entwicklung und es war auch, freut mich, dass er in der Situation einfach auch zum Abschluss kommt und es sich zutraut abzuziehen. Er hat einen guten linken Fuß und der Ball war nicht abgefälscht, der ging direkt rein. Das am Schluss war einfach Pech, er wirft sich dazwischen. Ja, und Patrick ist ein wichtiger Spieler für uns. Er hat sich weiterentwickelt, jetzt kommt auch noch Torgefahr hinzu. Und ich hoffe, dass er nicht nur gegen seinen Ex-Verein trifft, sondern auch gegen andere Vereine. Aber er hat eine tolle Entwicklung hinter sich. Ja. Markus Rensinghoff, auch von der WAZ. Namen zusammen. Frage an beide Trainer vielleicht. Ihre Hinrunde ist beendet. Wie fällt Ihre Bilanz aus und was hat Sie vielleicht am meisten überrascht in dieser Hinrunde? Der Gast, immer der Gast. Danke. Ja, unterm Strich ist es so, wenn du jetzt nach 17 Spielen 17 Punkte hast, dann ist es sicherlich so, dass du gerne den einen oder anderen mehr hättest. Ich glaube, das wäre für uns auch möglich gewesen. Trotzdem ist es auch so, dass wir insbesondere in der Anfangsphase der Saison mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Dafür ist, glaube ich, die Entwicklung der Mannschaft insgesamt positiv. Die Ziele des Vereins für das zweite Jahr nach dem Aufstieg sind auch klar gesteckt, sind ähnlich wie im letzten Jahr. Da waren wir nach der Hinrunde, die viel gelobt wurde, glaube ich, ein Punkt weniger sogar von der Abstiegszone entfernt. Und deshalb bin ich insgesamt mit dem, was die Mannschaft nach einem schweren Start an Entwicklung genommen hat, noch total zufrieden, wenngleich ich gerne auch 2-3 Punkte mehr hätte, die wir sicherlich auch hätten holen können. Und ansonsten überraschendes weniger. Es gibt sicherlich die eine oder andere Mannschaft, die man weder vielleicht oben noch unten in der Form erwartet hätte. Aber ja, insgesamt zeichnet sich, und das ist vielleicht nochmal ein Unterschied auch zu den letzten Saisons, dann doch ab, dass es ein bisschen zweigeteilt zugeht teilweise, dass die Mannschaften, die unten stehen, relativ wenig Punkte haben für den Zeitpunkt der Saison. Da gehören wir auch dazu. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen anders als in den Vorjahren. Aber ansonsten fahren wir jetzt nicht viele großartige Überraschung ein. Den zweiten Teil der Frage, da schließe ich mich gerne dem Ole an, sehe ich genauso, dass es immer wieder Mannschaften gibt, die man vielleicht vor der Saison nicht ganz oben erwartet, die dann da oben mitmischen oder umgekehrt. Das ist eigentlich normal. Ich traue schon dem einen oder anderen Punkt hinterher. Wir können jetzt sagen, wir sind nach der Vorrunde in einer besseren Situation, als wir letztes Jahr waren. Wir haben nur einen Punkt mehr, aber natürlich der Abstand nach unten ist größer. Aber wenn ich jetzt an Heimspiele gegen Köln, gegen Mainz und auch heute denke, da mal 2 Punkte mehr oder dort mal 2 Punkte mehr, dann sähe die Welt deutlich besser aus, oder die Fußballwelt. Die große Welt, darauf hat es relativ wenig Einfluss, ob wir 2 Punkte mehr haben oder nicht. Aber das ist normal und es ist auch müßig. Vorrunde ist vorbei. Wir hätten uns heute eine Top-Ausgangsposition erarbeiten können. Das ist uns leider nicht gelungen. Trotzdem sind wir in einer Region, wo wir am Schluss der Saison alle glücklich wären, wenn wir da bleiben würden.
Und dementsprechend, wenn wir die gleiche Anzahl an Punkten in der Rückrunde holen oder vielleicht noch zulegen können, dann sollte unser Ziel auch erreichbar sein. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich fürs Interesse. Den Gästen aus Bremen eine gute Heimreise und wir sehen uns nächste Woche gegen Stuttgart hier schon wieder. Ciao. Kipp.